Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hockey Ultimate Team hier bei Because Gaming is Fun mit mir, eurem Sascha. Und, oh Gott, Entschuldigung. Ihr seht, meine Münzen sind deutlich weniger geworden. Ich habe ein bisschen Kohle investiert. Ein bisschen ist gut, ein bisschen viel. Für einen, ja, würde ich sagen, guten Goalie, ihr seht ihn da, Jonathan Quick. Der Goalie der LA Kings ist jetzt in unseren Reihen. Oh Gott, ich sehe gerade, ich muss neue Verträge verwenden. Jonathan Quick, 90er Goalie, 89 hoch, 89 tief, 92 Schnelligkeit, 90 Stellungsspiel und 92 in Rebounds. Also, da haben wir uns, glaube ich, einen richtig guten geangelt. Ja, so, jetzt muss ich dummerweise kurz Verträge verteilen. Das war überhaupt nicht so geplant. Wow. Wow. Ja. So, ich denke, ich werde dann mal ein paar meiner seltenen Verträge jetzt auch verwenden. Ja, Everly, den benutze ich sowieso gerne. Da können wir ruhig einen benutzen. Ja, können wir machen. Alter Schwede, manchmal reagiert das Spiel echt lahmarschig. Das ist nicht feierlich. Ryan Callahan, ja, meinetwegen. Wir haben mehr als genug. Und Böttger soll auch einen bekommen. Warum denn nicht? In der vierten Reihe. Ach so, und ja, ihr habt es gerade gesehen. Ryan Kessler hat sich auch noch zu unserem Team dazu gesellt. Also so langsam haben wir ein absolutes Top-Team hier. Ein bisschen ausbaufähig ist noch unsere vierte Reihe, aber ansonsten läuft das voll. Bergeron, Hall und Hossa, Kopitar mit Lucic und Eberle, Ryan Kessler mit Ryan Callahan und Christoph Kreider, glaube ich. Und Vermette, Bodger und Williams. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt auf jeden Fall unser Spiel. Den Klassenerhalt in Division 8 haben wir mittlerweile erreicht. Wir brauchen noch 3 Punkte, um die Division, um in Division 7 aufzusteigen. Das wollen wir jetzt natürlich versuchen. Und wir gucken mal, wen wir als Gegner finden. Wir finden Noe Sina. Was? NES. Wir sind das Heimteam. Das ist sehr gut, gefällt mir. Und wir spielen Yippetin. Yippetin oder so. Was weiß ich denn? Ist mir ja auch wurscht. Wir spielen gegen den Gegner, den wir platt machen wollen. Fertig. Huiuiuiuiui. Dann schauen wir doch mal. Jo. Dann, wen hat er denn da? Er hat einen Stairs. Nee, das ist jetzt nicht der Obersch... Ich hab mich. What the fuck ist denn hier los? Warte mal. Puck still on his stick in the defensive zone. Pittsburgh's controlling play now and trying to get it going along the boards. Was ist denn hier gerade los? Das Spiel ist voll merkwürdig. Pitching it to Hossa. Wow. Great hustle, no icing. Strong work by Marian Hossa. Wow. Wow. Corral by Cronwall. Knocked right off the stick. Terrific interception. Warte mal, ich komme gerade überhaupt nicht auf das Spiel klar. Ich habe eben gerade DEL aufgenommen. Und keine Ahnung, das ist mir jetzt schon wieder viel zu schnell hier NHL. Also NHL-Niveau. Das war die Maske von Jonathan Quick. Hall ist immer noch auf dem Eis. Ja, läuft bei euch. Der hat auch einen Vermett. Wie hat er den jetzt bekommen? Das macht so null Sinn schon wieder. Aber warum haben wir nicht jetzt auf eine 3 auf 2 Situation? It's a 3-on-2. How will they defend this? The pass is off the mark. What a chance that would have been. Ein Holler Neems Tor. Was ist denn hier gerade los? So, Kreider. Und 1-0. Der war zu hart für Niemi. Und dadurch führen wir jetzt 1-0. Schönes Tor von Kreider.
Vorlage kam von Everly und Johnson. Everly ist unser Topscorer, würde ich behaupten. Der scored ja fast bei jedem Tor mit. Oh, das ist jetzt aber gar nicht so gut. Was war das denn jetzt? Alles klar. Und das ist ein Icing, weil ich nicht gesehen habe, dass Flase Jump Hook ist. Das war jetzt ein bisschen uncool. Ja, also da hat Jonathan Quick sich gerade auf jeden Fall nicht bewiesen. Das war eigentlich ein deutlich zu leichtes Tor. Eigentlich eine schöne Vorlage auf Böttger. Und den hat Quick aber immerhin sicher. 10 Minuten gespielt, 1:1 der Spielstand. So, Ryan Kessler mit seinem Bully verliert das. Das ist jetzt gar nicht gut, dass er da durchgekommen ist. So, Dennis Whiteman. Whiteman! Oh! Ja, Callahan lässt den Puck liegen, warum auch nicht. Und da rennen wir ins Abseits. Abseits, Abseits, Abseits. Kessler verliert sein Bulli. Kann er mal aufhören, so abwarten zu spielen nach seinem Bulli? Das tut mich richtig hart auf. So, Callahan, 2:1 nach Vorlage von weiß ich nicht wem. Crydon Flasik. Alles klar. Nehmen wir. Guck mal, schon wieder. What the fuck? Lucic. So einen darfst du auch gern mal machen, Mensch. He retreats now, getting back to his own end. On to Kopitar, looking to Eberle. Pittsburgh's rebound back to their own end. Das war jetzt nicht so schön. Das erst recht nicht. Carried toward the woodwork by Marchand. What a terrific opportunity. Das wiederum war sehr schön. Das jetzt nicht ganz so. Drives to the crease. Hall, Seabrook. Möchte ich gerne eigentlich mal eine Strafe sehen, denn das war eindeutiges Anheben des Stocks. Ja. Wie war der denn jetzt beinahe drin? So, können wir jetzt den Puck mal wieder wegbekommen? Das wäre wunderprächtig. So, Dankeschön, Hauser. Wie er dann auch nicht zum richtigen Spieler hinwechselt, wa? Das ist ja nicht feierlich. Wie hat er mir den abgelaufen? Das macht keinen Sinn. Alter, wie kriegen die solche Defensivtaktiken hin? Oh! Ja, alles klar. Mann! Wie häufig wir ins Abseits rennen, das ist nicht feierlich. Und ich weiß, dass ich hier verdammt häufig feierlich in den Mund nehme, das Wort. Fuck! Schöner Save von Quick da. In the slot, he's taken a perfect centering pass. Pittsburgh's lugging it along in their own end, shifting gears. Two on one opportunity. Great glove save, and he keeps it. Oh, he thought he had him on the glove side. So, erstes Drittel ist rum. Wir führen mit 2:1. Spannendes erstes Drittel, merkwürdiges erstes Drittel. Aber nehmen wir so. Wir führen, das ist das Wichtigste. Jetzt ist wichtig, diese Führung voranzutreiben. Aber wir verlieren so viele Bullies. Und ich komme nicht auf sein komisches Bully-Play klar. Das ist mega komisch. Pittsburgh's in their own end, and then
They've got it. Pass attempt to Marchand. Slices through the neutral zone. Great chance here. 2-on-1. Nee, nee, nee. Good quick poke check there. Ja. Loose puck gathered. They score! And they've tied the game up. Was zum Teufel? Das, was macht ein 90er Goalie da? Der hat überhaupt nichts gemacht. Was war das denn für eine Aktion jetzt? They win the draw and will now set up an attack. Rister! Oh, and he misses. The goalie can breathe a sigh of relief. The shooter's right in the middle of the ice and he misses the net. Hey, was sind... Warum ist das kein Icing? Two sticks together, they cancel. Puck now possessed by Everett. Puck out in front. Outstanding save. Ja. Difficult opportunity. Not often you're all alone in front of the goaltender from this area of the ice. Great save. Da habe ich den Pass nicht rüber bekommen. Das wäre doch sonst ein ganz klares Tor gewesen. Possession taken over by Kopitar. Carried to the corner by Everland. Looks ahead to start something. Now it's directed to Raymond. Used the stick well, didn't he? That one by Wyden. Chicago setting things up at center. Picked up in the defensive zone by Wyden. Up the so, Kopitar. Ist zu langsam. And possession snapped up by Kopitar. Oh, great save there. Not much room to work. Ryder kriegt er nicht rein. Marched narrowly inside. Simple play. Made well. Strong defense. Moving it to Niederreiter. Takes it up that side. Good standing poke check by Daly. And the Hoppala. 2-2, noch 12 Minuten 14 zu spielen im zweiten Drittel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, wir haben einen Pulli gewonnen. Ja. Warum? Ich versteh's nicht. Ja! Ach! Oh Gott! Es geht mir so hart auf den Sack, Leute. Geht mir richtig hart auf den Sack. Ja, auf jeden Fall. Scrum over, puck kicked. Chicago's waiting to get things organized in the defensive zone. Helping the team recoil in the defensive zone. Hammers one. Got a piece of it with the glove. Pittsburgh's in possession as they travel in the defensive zone. Cuts through. Marchand's got to try to simplify his game there. Just too much stick handling. Oh, and he's hammered. Oh, that was a dangerous hit. Now he's going to have to answer to somebody with that hit. Great save. Loose, but he froze it. Stopping. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen aggressiver hier spielen, ey. Das geht mir langsam auf den Sack. Was zum Teufel macht er da schon? Good use of the stick, broke that pass up. He's got a chance. Loose puck taken by Williams. And he is reefed. Oh, he's been looking for that hit all night. They've got a 2-on-1. Right into the slot. Blocked away. Puck is seized by Vlasic. Chicago's controlling the play at center ice. Er bekommt keine Unterstützung. Wo bleibt denn meine Offensive? Und da gibt es jetzt noch eine Strafe für mich. Wofür das denn jetzt? Habe ich ihn wieder am Bein gestellt irgendwo, wo ich es nicht gesehen habe? Oh, Alter Schwede, ey. NHL 16 fuckt einen manchmal richtig hart ab. Wisst ihr das? Good work with the stick by Marian Hossa. Possession established on the pickup by Hossa. Da kriegt auf jeden Fall den Puck. And possession established on the pickup by Seabrook. And play stop. Mann, oh Meda, ey. Ich krieg hier ein zu viel, liebe Leute. Ich krieg hier richtig hart ein zu viel. We had a tie game until just moments ago. It's a one-goal contest. Hanging on to it through the neutral zone.
Ja, jetzt sind meine Leute wieder zu langsam. Speared along by Cromwell, taken on by Jokinen. Gathered in by Weidman. Swept on to Bergeron. Ja. Chicago's penalty kill comes through. Now we're back even. And the loose puck regathered by Nicholas Cromwell. Oh, meine Fresse. Still controlling out of their own end. Passing one off now to Kessler. Fires! Schade, Kessler gegen Niemi. Oh, that was a reactionary save. It's an odd man rush, it's a 3-on-2. Oh, what a block. Oh. Chance, but he missed. Oh, that puck slowed up and just missed the side of the net. Picked up by the defense. The drama heightens in this final minute of the second period. Really good move. Wrist shot. Oh, save there. One-timer. Das ist doch so ein Witz. Ey, meine Defensive ist... Oh. Ey, das ist doch scheiße, ist das doch. Ja. Ja. 4-2 nach dem zweiten Drittel. 3-0 dieses Drittel verloren. Kann man machen, sollte man nicht. Meine Fresse, ey. So take us back through the game. What do you think, Eddie? Was ist denn da? Der Poke-Check hat locker getroffen. Warum ist der Puck nicht weg? Ja. Ja. Bergmann schon nicht gemacht. Er wechselt nicht zum... Das ist ein ganz schlechter Witz, was hier gerade schon wieder passiert. What the fuck passiert hier gerade? Puts a shot on. Wonderful save on the redirect. Chicago's got it in their own end. Good job with the stick. Recollected. Ey, das Spiel regt mich gerade richtig hart auf. Wisst ihr das, Leute? Pässe kommen nicht an. Ich krieg Poke-Checks nicht. Nichts funktioniert. Und in solchen Situationen macht das Spiel dann gerade auch keinen Spaß. Gathered in by Daly. Glides to the safety behind the net. Warum war das jetzt kein Icing? And snapped up by Johnson. And he continues on in the defensive zone, trying to go to Kreider. Good poke check by Niederreiter. Wo war da ein poke check? And carrying it on. Puck is picked up by Weidman. Still has control and neutralizes. Puck control by Quinn. Takes it behind his own cage. Looking to Jokinen. Huge hit. Possession's gone. And it's nabbed by Jokinen. Jammed away by Weidman. Possession seized by Coin. Tip to the net. Chicago's in their own end and controlling the play. Puck picked up near the boards by Ryan. Auf jeden Fall kriegt er so einen Puck. Looking for a better lane. Ja. Knocked right off the stick. Back in his defensive end to get it. Snapping a pass to Callahan. Und verpasst er wieder das Tor. Der verpasst das, den Puck. Das ist ein ganz schlechter Witz hier, liebe Leute. Ich wollte gerade sagen, warum ist das schon wieder kein Icing? Aber es ist zum Glück. So, 10 Minuten haben wir noch, um 2 Tore zu schießen. Irgendwie glaube ich da nicht ganz dran, weil überhaupt nichts funktioniert. Guck mal, der Puck-Check hat getroffen. Boah. Haben wir uns einen Puck geholt. Ja.
Ja. Ja, wonderful stop. Und dafür hat er den ganzen anderen Scheiß heute überhaupt nicht gehalten. Give yourself a chance. That puck can save. Using the point. Back to Daly. Wieder aber auch auf Zeit spielt. Das ist ja nicht feierlich. Shot. Oh, what a glove he's got there. Chicago's getting an attack ready in their own end. Ahead on that left wing to Bodker. Heads along the board. Wie kann bei ihm jeder Pokecheck treffen, Leute? Sagt mir das doch mal bitte. Chicago's in their own end and controlling play now. He heads right for the net. Ja, und er lässt den Puck wieder liegen. So, das Spiel ist auf jeden Fall abgehakt bei mir. Ihr könnt mich alle mal, also nicht ihr lieben Zuschauer, sondern dieser Gegner hier. Und so einer ist auch nicht drin. Beziehungsweise ging nicht mal aufs Tor. Was war das für ein Pokecheck? Ja. Into the corner with that pass to Bergeron. Pittsburgh's waiting back in their own end. Possession held as he skates through center. Two on one. Magnificent breakup of the odd man rush. Still some time. Pass attempt to Kopitar. Moves it to the shadow of the board. Yep. Little pass that can start some progress ahead. Close game. Yep. Little time. On yep. Score! Ja, auf jeden Fall. Brent Seabrook macht das 4-3. 59 Sekunden vor Ende des Spiels. Frag mich nicht, wie das Ding passiert ist. Prinzipiell ist das Spiel noch nicht verloren, aber da wir hier heute nichts geschissen kriegen in der Verteidigung. Ja. Chicago's in control of the puck in their own end. So, Ryan Callahan. Leider komplett allein gelassen da vorm Tor. Slides it to the point to Weidman. Loose puck regathered by Callahan. Kick save, outstanding. Nice tip of the pass. Big save. Grab, great chance ahead. Oh, how can they miss that? Das ist ein ganz schlechter Witz, dass Callahan den nicht bekommen hat. Came's the blue line. Still no shot. And the horn. The clock is at zeros. The ach, game komm. Is over. Leute, da fällt mir heute nichts zu ein. Das Spiel war richtig dreckig und hat nicht Lust auf mehr gemacht. Von daher werde ich es für heute auch sein lassen. Eieieiei. Meine Fresse. Leute, ich danke euch trotzdem vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr noch nächstes Mal wieder einschaltet.